Also sind schon hat auch unsere Kollegin Nicole Diekmann festgestellt. Die war für uns gerade bei einem Jugendfußballturnier in der Favela von Fortaleza, wo Fußball nicht zuletzt auch Werte vermitteln soll. So langsam kann er sich selbst wieder in die Augen blicken, sagt Leandro. Aber erst langsam seit der Sache im März. Da brach er zusammen mit zwei Freunden ein Auto auf, wurde erwischt und landete im Gefängnis. Es waren die schlimmsten 7 Tage meines Lebens. Es ist echt furchtbar dort, voller Krimineller und alle sprechen darüber, schreckliche Dinge zu tun. Vorbestraft mit 18. In Leandros Welt fast schon Normalität. Er lebt in Graviola, einer der ärmsten Favelas im armen Fortaleza. Drogen und Gewalt stehen an der Tagesordnung. Das Haus, in dem Leandro mit seiner Familie lebt, ist winzig. Es stinkt nach Fäkalien und Hitze. Die Sehnsucht nach einem besseren Leben ist fast greifbar. Ich will meine Mutter glücklich machen. Vor allem, indem ich nichts Schlimmes mehr anstelle. Wir sind arm. Wir werden wohl weiter hier leben müssen. Aber ich würde ihr so gerne helfen. Das ist die andere Welt von Leandro, die, die ihm Hoffnung gibt. Beachsoccer, der in Brasilien so populäre Strandfußball. So oft es geht, läuft Leandro runter ans Meer und trainiert. Unter der Leitung von Dito. Der ehemalige Profispieler hat vor 12 Jahren eine Fußballakademie gegründet, um Jungs wie Leandro zu helfen. Eigentlich war meine Idee nicht, Fußballer auszubilden, sondern Werte zu vermitteln. Wie Bildung und Familie, die sie sich für den Rest ihres Lebens bewahren. Aber ein paar der Kinder waren dann sportlich so erfolgreich, dass andere begonnen haben zu glauben, das kann ich auch schaffen. Das hofft auch Leandro. Dito nennt er seinen Ersatzvater. Sein Richtiger ist drogensüchtig. Leandro schämt sich für ihn. Jede Minute mit Fußball bedeutet für die Jungs eine Minute weniger Gefahr, auch in den gefährlichen Sog zu geraten, sagt Dito. Die Leute sagen mir, Dito, du wirst sie nicht alle retten können. Aber es ist schon gut, wenn ich einen von 10 retten kann. Vielleicht ist dieser eine ja Leandro. Vielleicht schafft er es, sich hochzukämpfen. Vielleicht und hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also eine gute Sache, dieses Jugendturnier. Wenn Sie das jetzt gesehen haben und spontan sagen, das würde ich gern unterstützen, den entsprechenden Link finden Sie bei uns unter zdfsport.de.